Kardinal, die Welt des Sports jederzeit und überall. Werden Sie online, mobil oder in über 200 Admiral-Filialen. Admiral, wenn Sie gewinnen. Präsentiert bei Sport und Eventmoderation Stadionsprecher.net. Am Mikrofon Michael Schneller an der Technik und hallo. Ja, hallo und herzlich willkommen hier im Sportzentrum Laskirchen zum Spiel der 10. Runde der Regionalliga Ost zwischen unserem FC Hochbox Laskirchen und dem SV Leopoldorf. Besonders möchten wir alle Spieler und Funktionäre sowie das Team von Drohne TV hier im Sportzentrum Laskirchen begrüßen. Ja, zuletzt konnte sich Leopoldorf auswärts bei der Wiener Viktoria mit 3:0 durchsetzen. In der Tabelle liegt die Leopoldorfer mit 6 Siegen aus 6 Spielen auf dem 2. Platz. Unsere Mannschaft konnte sich zuletzt eindrucksvoll zurückmelden mit einem 4:0 Auswärtssieg bei Mauerwerk. In der Tabelle liegt unser Team mit 13 Punkten auf Rang 4. Kommen wir nun zum heutigen Spiel. Schiedsrichter der heutigen Begegnung ist der Samuel Sampel. Unterstützt wird der Oberbayerische an der Linie von Herrn Colin Zell und Herrn Amar Regit. Die Mannschaftsvorstellungen der heutigen Begegnung. Wir beginnen mit den Gästen aus Leopoldorf. Der SV kommt im Tor mit der Nummer 1 Lukas Schweiger, die Nummer 4 Bogdan Gillig, die Nummer 5 Kapitän Denis Röckengötz, die Nummer 6 David Hunger, die Nummer 7 Emil Tranquilic, die Nummer 8 Sascha Viertel, die Nummer 10 Miroslav Milosevic, die Nummer 11 Peter Zöck, die Nummer 13 Oliver Branic, die Nummer 14 Kevin Aue, die Nummer 24 Immanuel Thoma. Unterstützt wird der SV von der Bank aus
von der Satzdünkter Marvin Sieber, die Nummer 9 Marco Miesenböck, die Nummer 19 Marco Hofer, die Nummer 20 Andrea Pavlovic und die Nummer 25 Benny Polzer. Trainer der Gäste ist Sascha Sascha Ruschett. Und nun kommen wir zur Mannschaftsaufstellung des FCM Bodenbox Dreiskirchen. Ein Team, ein Ziel, gemeinsam zum Erfolg. Die Mannschaftsaufstellung des Hallo und herzlich willkommen, die dritte Liga, Freitagabend, ein Pflichttermin, Live-Spiel in der Regionalliga Ost. Dieses Mal ein Topspiel, muss man schon sagen. Dreiskirchen trifft auf Leobendorf und neben mir habe ich einen Kommentatorentausch gemacht. Norbert Schweizer ist bei Mauerwerk. Ich habe mir Schelko Rustic geholt, den letzten Meistertrainer in der Regionalliga Ost der dritten Liga, damals ASK Ebrechtsdorf. Hallo Schelko. Servus Marco, danke für die Einladung. Bitte, ganz gern. Essen, Trinken habe ich leider nichts für dich vorbereitet. Ich hoffe, du hast gut gegessen vorher und gut dich vorbereitet. Du sehr bist gut, natürlich gut. Immer gut vorbereitet, das weiß ich. Und Oliver Lederer hinter uns hat uns auch gerade begrüßt. Was soll's? Ich glaube, der würde auch gerne jetzt auf der Trainerbank sitzen und seine Dreiskirchner da irgendwie coachen. Aber ich glaube, Bachmeier, Dohler machen das gar nicht so schlecht bislang. Schauen wir uns die Aufstellung mal an, der Dreiskirchner, wie sie heute spielen. Unverändert hat mir Trainer Bachmeier-Doller, also dieses Trainer-Duo gesagt, gegenüber dem Spiel gegen Mauerwerk. Im Tor Grischke, 4 Leo Marosch, 5 Noah Lederer, 7 Patrick Haas, 8 Oliver Mohr, 10 Eldis Bayrami, 12 Niklas Serenci, 15 Marvin Trost, 17 Florian Fischauer, 18 Amar Helic und 44 Robin Linhardt. Schauen wir uns mal an, die taktische Aufstellung. Der Dreiskirchner ist eigentlich nichts Neues. Wir sehen hier ein 4-1-4-1, wir sagen, es ist ein 4-3-3. Schätze ich auch eher so ein. Ich habe sie zweimal gesehen und da war es eher 4-3-3 für mich. Aber auch schon gegen Mauerwerk die Umstellung, Lederer Mohr quasi, haben getauscht die Plätze, Mohr jetzt 6. Lederer ein bisschen offensiver, hat man ein bisschen aus den Zweikämpfen rausgenommen. Ich glaube, dass das die bessere Lösung ist, ja? Dass da Lederer in der 8er Position das wahrscheinlich besser kann als in der 6. Und der Moral ist ein super 6er für mich, einer der besten in der Liga. Hätte ich auch so gesehen. Jetzt interessiert uns natürlich auch die Aufstellung. Die Leobendorfer bislang als einzige Mannschaft noch ohne Punkteverlust, 6 Spiele, 6 Siege, 18 Punkte, aber nicht erster. Ein Wahnsinn übrigens, oder? Mit 6 Siegen aus 6 Spielen nicht erster sein ist eine Häkel, oder? Nach Verlustpunkten sind sie ja eh erster. Okay. Ich hätte jetzt gesagt, da müsste ich mal mit Trainer überlegen, wenn die mit 6 Siegen aus 6 Spielen nicht erster sind. Schauen wir uns an, die spielen im Tor mit Lukas Schweiger, Fihard, Okan, Selig. Kevin Aue 14, Tok Götz 5, Thoma 24, Viertel 8, Unger 6, Dilic 7, Milosevic 10, Pranic 13, Zöch als einziger Spitze heute die 11. 4-2-3-1, nichts Neues bei Sascha Laschet, aber die Außenverteidiger sind neu. Kevin Aue, ein Standard-Außenverteidiger, auf der anderen Seite Thoma, Babic nicht dabei. Ja, habe ich vorher gerade gehört, dass Babic, glaube ich, verletzt ist und der Rusovic, der Junge, in Quarantäne ist. Aber der Thomas soll schwer in Ordnung sein, ein guter Junge. Also schauen wir mal, ich bin neugierig auf Leobendorf, der habe ich noch nicht gesehen. Ich freue mich schon richtig auf dieses Spiel. Einer, der auch nicht dabei ist, Marco Miesenböck.
auch schon viele Tore geschossen, hatte Angina, hat nur zweimal trainiert, Sascha Laschet, lässt sich Miesenböck noch auf der Bank, aber wenn ich mir anschaue, die Offensive mit solch Branic, Milosevic, Stilic, glaube ich, fällt das jetzt nicht so ins Gewicht, oder? Ja, werden sie das kompensieren können. Schon, oder? Glaube ich auch. Glaube ich. Die Leumdorfer in Rot. Sehen wir hier ja, die Schiedsrichter aus dem Talentekader, hat man mir gesagt. Also wir dürfen gespannt sein auf dem Sprung in die Bundesliga. Die Leumdorfer in Rot, also von rechts nach links, Dreiskirchen in traditionellen blauen Dresden. Und ich sage trotzdem, wir dürfen uns hier ein Topspiel erwarten. Und ich hoffe, dass dieses Topspiel auch das hält, was ein Topspiel immer verspricht. Ich bin überzeugt davon. Wir wollen beide Mannschaften Fußball spielen, haben eine sehr starke Offensive. Das wird sicher ein sehr interessantes Spiel, wo auch mehrere Tore fallen könnten. Welchen Fußball findest du besser von den beiden Mannschaften? Wie gesagt, sie spielen ja einen anderen Fußball, sie spielen nicht den gleichen. Wie gesagt, der Leumdorf habe ich noch nicht gesehen, kann ich nicht beurteilen. Dreiskirchen sehr viel auf Ballbesitz und ja, haben das sehr gut gemacht bis jetzt und Leumdorf nach den Punkten auch. Schauen wir mal, machen wir heute ein Bild von Leumdorf. Leumdorf ja auch gewonnen, das letzte Spiel. Dreiskirchen das letzte Spiel gewonnen mit 4:0. Und ja, wir sind ja wieder ein bisschen krisengebeutelt da in der dritten Liga. Wiener Neustadt gegen FC Mansdorf abgesagt und auch das zweite Spiel zwischen Bruck an der Leiter und das Spiel hat schon begonnen. Ich sage Ihnen noch, Bruck an der Leiter, das Spiel ist auch abgesagt worden heute gegen das Team Wiener Linien aufgrund der Maßnahmen des Burgenlands. Dürfen keine Spiele mehr stattfinden im Burgenland. Und die Brucker haben sich ja damals gefreut, weil sie gemeint haben, die Frau Mikl-Leitner hat die orangene Ampel mit Geisterspielen bedeckt. Und jetzt sind sie gesperrt vom Burgenland, dürfen nicht spielen. Ja, also wie man es sich aussuchen kann, ist es trotzdem nicht gut. Was erwartest du von dem Spiel, Schäcker? Ja, viel Ballstaffetten. Das wird glaube ich, der Schwerpunkt da sein. Ja. Dass viel gespielt wird und nicht um und um geschossen wird, sondern wirklich von hinten nach vorne probiert wird zum Fußballspiel. Und natürlich viele Tore erhoffen wir uns. Glaube ich auch, ja. Wir wollen kein 0:0, auf gar keinen Fall. Es wird nicht passieren. War, glaube ich, immer nur wegen Norbert Schweizer. Den habe ich angebracht. Jetzt habe ich Šeko Ristić neben mir, also jetzt müssen Tore fallen. Da können nur Tore fallen, ja. Man sieht schon schön die Dreiskirchner in ihrem gewohnten Spielaufbau. Mit Grischke, mit Oli Mohr, da ein abkippender Sechser. Aber man sieht auch, Leumdorf macht, probiert vorne anzulaufen. Wie würdest du deine Mannschaft einstellen auf dieses Dreiskirchen-Spiel? Ja, man kennt die Spielweise meiner Mannschaft nicht. Ich würde vorne attackieren, vorne anlaufen. Ich glaube, dass das gegen Dreiskirchen auch ein sehr gutes Mittel ist, weil sie wirklich probieren, von hinten bis nach vorne kontinuierlich zu spielen und nicht die Bälle dann oder nicht auf den zweiten Ball dann spielen, sondern wirklich alles spielerisch probieren zu lösen. Dadurch, glaube ich, ist vorne anzulaufen, vorne anzupressen eine gute Möglichkeit gegen Dreiskirchen. Gibt es auch noch einen Tipp von dir zum Spiel? 2:1 für Dreiskirchen. 2:1 für Dreiskirchen. Wir können gespannt sein. Wir werden mit auch die ersten Punkteverluste der Leumdorfer. Aber die Wandlung ist auch extrem, oder? Im Vorjahr fast abgestimmt, dann Corona, sage ich jetzt mal, in der Liga geblieben. Und heute der einzige Verein in der dritten Liga, der noch keinen Punkt abgegeben hat und eine blütenweiße Weste hat. Was ich halt super finde, ist, dass am Opala. Das ist ein schwerer Fehler von Dirk Götz und das ist die erste Torchance und das ist das 1:0. Schwerer Schnitzer, oder? Ja. Da würdest du schon toben, glaube ich, oder? In der Coachingzone. Schauen wir nochmal. Dirk Götz. Schwerer Fehler bei Rami, setzt da gut nach. Spielt auf und Patrick Haas, staubtrocken. Sechster Saisontreffer. Ja, wie gesagt, ich war überrascht, dass der Patrick im 4-3-3 links spielt. Aber die Tore oder die Assists, eher die Tore, die geben Trainerteam recht. Aber war ein schwerer Fehler von Tokic.
Schauen wir. Und vielleicht gleich der nächste. Das schnelle Tor ist da. Braucht man sowas in so einem Spitzenspiel? Ist natürlich vom Vorteil, oder? Ja, hundertprozentig. Also jetzt werden sicher mehr Tore fallen. Ja, ein 0:0 gibt es einmal nicht. Hast du alles richtig gemacht? Ja. Norbert Schweizer ausgewechselt, Jelko Rustic an Bord geholt, nach 4 Minuten schon das erste Tor. Schön ist. So kann es weitergehen. Amar Helic, auch sehr muss man gut sagen, ein sehr guter Transfer von Werner Trost und seiner Mannschaft, oder? Amar wollte ich nach Everest auch holen. Ein junger Spieler mit sehr viel Potenzial, den ich eigentlich von der Stadt Lau U18 schon kenne. Wollte ihn dort auch zu Wiener U18 holen, kann mehrere Positionen spielen, hat bei Stadt Lau in der 18er in der Spitze gespielt. Sehr laufstarker Spieler und williger Spieler, gefällt mir sehr gut. Gibt es ja einige, glaube ich, die hier spielen, die du gerne auch in Ebersdorf gesehen hättest, oder? Ich war schon sehr zufrieden mit meiner Mannschaft. Das war schon, es gibt immer noch einige vielleicht. Ja, man kann immer was verbessern, aber es war schon eine super Mannschaft. Ja. Geht die Zeit ab? Was machst du jetzt mit so viel Freizeit? Ich muss sagen, ich genieße es. Ich hätte mir nicht gedacht, dass man Fußball so wenig abgeht. Ist es wirklich so? Es ist wirklich so. Abseitsstellung jetzt von Pranic. Bisschen zu früh gestartet da in diesen Angriff. Wir dürfen gespannt sein, wie auch die Abwehr der Dreiskirchner, die ja gegen Mauerwerk überhaupt nicht gefährdet worden ist, weil das war ja nur ein neues Lüftchen, was die Simmeringer da gespielt haben, wie sie mit der Offensive der Leomdorfer zurechtkommen. Zöch jetzt eher ein Brecher auf der Seite mit Pranic und Dilic, zwei schnelle, trickreiche Spieler und dahinter Milosevic und von dem, ja, da braucht man nicht viel zu ihm sagen. Ich glaube, er ist mit Hoppala, Krischke. Fast das nächste Geschenk hier. Vielleicht jetzt Milosevic und da ist der Ausgleich. Unfassbar, oder? Ja, zwei Fehler beim Spielaufbau führen zu den Toren. Ja. Zwei schwere Fehler, oder? Zwei schwere Fehler, wie wir gesagt haben, es ist sicher gut, Dreiskirchen vorne anzulaufen. Hat Leomdorf sehr gut gemacht. Schauen wir nochmal, Krischke legt sich da den Ball zu weit zum eigenen Tor vor, dann der Fehlpass auf Serinci und Miro Milosevic. Gerade haben wir noch von ihm gesprochen und schon trifft er. Ist ein super Spieler. Ich glaube, 5-mal Meister in der Liga geworden, also über den muss man nicht diskutieren, der ist top. Aber man hat diskutiert, weil einige haben ja auch gesagt, Leomdorf holt sich Milosevic, der ist alt, der will nicht mehr, der ist nicht fit und schlägt eigentlich ein wie eine Bombe. Muss man sagen. Ja. Hut ab von Miro Milosevic. Vorzeigeprofi, kann man zu ihm sagen. Kann man sagen, ja. Viertel, nächster Ball in die Spitze, Zöch verlängert, Mir Dilic da. Und was macht Krischke da? Hoppala! Nächste kleine Unsicherheit des Torhüters, der Dreiskirchner. Dürften ein paar nervös sein, glaube ich, da unten am Platz, oder? Gut gespielt jetzt von Leder auf Haas. Ja. Sehr gut auch. Das Zentrum von Marvin gespielt. Leo Maros da mit dem Ball in die Tiefe auf Helic. Dieses Mal aber gut aufgepasst von der Leomdorf Verteidigung. Okay, jetzt wieder. Mit einer Kerze. So kann es weitergehen, oder? Wenn man so alle 2-3 Minuten ein Tor sieht, dann wird das heftig. Dann wird mein Tipp nicht aufgehen. Bei Rami. Eckball. Auch immer gefährlich. Patrick schießt super Standards, überhaupt zum Tor. Obwohl jetzt vielleicht die kopfballstarken Spieler, okay, Serinci ist groß, aber Moa ist zum Beispiel ein sehr kopfballstarker Spieler. Aber geht alle, aber jetzt auch auf die erste Stange. Alle gehen zum Tor, sehr gefährlich für den Tormann, ganz, ganz schwierig zu verteidigen auch. In dem Fall haben es die Vorderleute schon gemacht. Ja. Okay,
Auch das Mittelfeld der Dreiskirchner, muss man sagen, Fischauer spielt in Hochform. Neben Haas und Bayrami, die auch in Hochform agieren. Dann habe ich noch Oli Mohr hinten, hast du gesagt, einer der besten Sechser in der Liga. Ja. Also die sind auch schon sehr gut bestückt. Obwohl vorne mit Entrup der richtige Stürmer fehlt, der einen Tiefgang hat, den sie eigentlich auch brauchen. Fischauer probiert es da aus der Distanz. Ja, gegen Sportclub hat mir das vielleicht ein bisschen gefehlt, der Tiefgang von Dreiskirchen. Ab den Zeiten, wo der Baldowski reinkommen ist, haben sie einen Tiefgang gehabt. Aber in diesem Spiel von den Offensiven für mich der Fischer auch der Beste gewesen. Also zweimal habe ich ihn gesehen bis jetzt in dieser Saison ganz stark. Ein Spieler, der eigentlich alles kann, oder? Der alle Voraussetzungen hat, auch eine Bundesliga-Karriere zu starten oder zu machen. Einzig die Verletzungen haben ihn bis jetzt noch daran gehindert. Ja, aber das kann er noch immer schaffen. Siehe auch Materna von Ebrechtsdorf damals, der ist auch zurückgegangen. Fischauer, gut gespielt. Bei Rami, nächster Torschuss. Schweiger mit der Parade. Entschuldigung, dass ich unterbrochen habe. Ercan Kara ist zum Beispiel auch so ein Typ. Genau, also der Junge muss nur Gas geben, dann wird das schon kommen. Der Umweg Regionalliga, dritte Liga, ist ja vielleicht nicht einmal so schlecht für manche. Nein, ist eine sehr gute Liga und das ist schon in Ordnung. Da kann man sich schon beweisen. Ein Parallelspiel haben wir. Der Wiener Sportclub spielt gegen Neusiedl am See. Da steht es noch 0:0. Die haben auch um 19.30 Uhr angefangen. Was sagst du zur Verordnung in Burgenland? Keine Spiele mehr, keine Trainings mehr für die burgenländischen Clubs? Ja, wie gesagt, ich kann das nicht beurteilen. Da haben wir die Experten, die sollen das entscheiden. Ja, keine Ahnung. Aber kein Kommentar. Es wird spannend dann, wenn so wie heute zum Beispiel Neusiedl auswärts spielt, in Wien oder Niederösterreich, da müssen sie spielen, aber trainieren können sie in Burgenland nicht. Das heißt, sie müssen sich jetzt einen anderen Trainingsort wahrscheinlich suchen, ja, dass sie fit bleiben und dass sie ja weiterspielen können, ganz normal. Aber schauen wir mal. Neusiedl nicht einfach, sicher. Es hat sich ja heute, glaube ich, alle 5 Minuten etwas getan. Überlässt Leumdorf Dreiskirchen ein bisschen das Spiel, zieht sich ein bisschen zurück, geht auf den Kreis. Super gespielt. Vielleicht der nächste Torschuss. Fischauer. Lederer, wieder gut durchgesteckt für Fischauer. Auch hier wieder gut gespielt von den Dreiskirchnern. Angefangen von Serenci und Lederer mit dem Torschuss. Und so ungefährlich war auch der nicht. Sehr gut gespielt. Wie ist eigentlich deine Gemütslage so? Schauen wir nochmal, da sehen wir den Schuss nochmal in der Wiederholung. Wie ist deine Gemütslage eigentlich so? Du bist ja eigentlich ein sehr impulsiver Mann gewesen an der Linie in der Coachingzone. Wird sich in der Coachingzone nicht ändern. Wie gesagt, die ganze Sache haben wir eh schon 1000 Mal besprochen, aber ich werde mich nicht ändern auf der Linie. Gut so. Hat es eigentlich Angebote jetzt gegeben oder gibt es immer wieder laufend Angebote? Oder sagst du jetzt mal nein, mir geht es jetzt wirklich so gut, ich möchte das wirklich... Nein, es war jetzt auch ein Thema wieder bei einem Verein, aber die suchen ja einen Profitrainer. Hätte man vielleicht auch Foul geben können, stimmt, oder? Stimmt. Suche einen Profitrainer und das geht halt bei mir nicht. Zurzeit, sagen wir mal so. Das heißt, du willst dich jetzt auch nicht karenzieren lassen? Nein, überhaupt in dieser Zeit, Corona, man weiß nie, was passiert. Ich glaube, das Risiko ist einfach zu groß. Mhm. Super 1 gegen 1 von Pranic. Pranic, gut gemacht, jawohl. Ja. Eckball für die Leumdorfer. Schauen wir nochmal. Haas geht da vorbei. Ja. Okan Selig. Sagen wir so, mit gutem Körpereinsatz. Ja. Dürfen wir gespannt sein, die Leumdorfer mit dem ersten Eckball, Dilic und Pranic da draußen.
in der Mitte Milosevic, Söch. Oh, sehr gut geschossen. Kevin Aue, den kennst du ja auch noch sehr gut. Ja, der Kev. Super Bursch auch und körperlich unglaubliche Rohkraft, Tempo. Ist für mich ein Kandidat auch für weiter oben vom körperlichen Aspekt der beste Spieler gewesen in Ebersdorf. Kevin Aue beackert die rechte Seite der Leomdorfer. Der Missverständnis mit Dilic. Den Schiedsrichter bin ich Ihnen noch schuldig, Samuel Sampel, unterstützt an den Linien von Polat Sen und Amar Rekik. Wie gesagt, Talente-Kader werden heute von Ex-Profi-Schiedsrichter Günther Benkö beobachtet und bewertet. Bis jetzt haben sie keinen Fehler gemacht, das ist eher bei den Spielern gewesen. 1:1 der Zwischenstand nach gut einer Viertelstunde. Ui, Serenci rutscht der Weg und Zölt holt sich da den Kugel. Rückraum. Bringt den Ball auf die zweite Stange, Oli Branic, da im Zweikampf mit Amar Helic. Miro aber super im Rückraum, sich frei bewegt. Da hört man auch gleich die Anweisungen von Milosevic. Ohne Zuschauer heute das Spiel? Ja, da vollkommen recht. Er hat vorne attackiert und ja, wäre eine super Gegenpressing-Situation gewesen. Und ich glaube, man, also nicht glaubt, sondern ich bin überzeugt davon, man sollte Dreiskirchen nicht zu viel spielen lassen. Ja, von dem kann Mauerwerk ein Liedchen singen. 0:4 gewesen. Okay. War vielleicht ein bisschen vorne Robin Linhardt. Hat sich aber schon erledigt, die Leomdorfer Abwehr hat das Problem schon gelöst. Mauerwerk kann ein Liedchen davon singen, waren ungefähr immer 2 Meter weg. Das war wie so eine Blase, hat man nicht attackieren dürfen. Und die, glaube ich, könnten heute noch in Kreis laufen. Nach diesem Spiel. Muss man aber sagen, Dreiskirchen eine, für mich auch eine der besten spielerischen Mannschaften in der Liga. Hundertprozentig, darum sage ich. Man darf ihnen nicht die Möglichkeit geben, zu spielen und sie bewegen sich dann sehr gut ohne Ball. Ja, schauen immer, dass sie Überzahl schaffen, in der Nähe des Balles Dreiecke bilden oder Vierecke sogar. Muss man weiter vorne attackieren, dann haben sie sicher mehr Probleme, als wenn man sie kommen lässt. Helic, wieder gut gespielt von den Dreiskirchnern. Amar Helic und dann der Ball in die Spitze. Zu steil auf Robin Linhardt. Schweiger passt auf und macht das Spiel schnell. Mit einem weiten Auswurf auf Unger, Milosevic. Unger, den hat er noch. Auch bis jetzt eine sehr, sehr starke Vorstellung in den 6 Spielen. Super Gegenpressing vom Jungen. Deutscher Viertel mit dem Pass auf Dilic. Ein bisschen zu lang. Gute Idee. Schauen wir nochmal. Das ist das 1:0 von Haas. Wir sehen das nochmal in der Wiederholung. Ein schneller Treffer nach einem Fehler von Tokötz. Schweiger kann da nicht mehr ausbessern und dann der Fehler von Grischke. Und Milosevic mit dem Schuss ins kurze Eck. Die Antwort nur wenige Minuten später. Wieder ein schwerer Abwehrfehler. Also zwei Geschenke. Super, jetzt vorne angelaufen. Branic. Sehr gut gemacht von Branic. Bis jetzt ein sehr amüsantes Spiel, muss man sagen. Zöch, Milosevic da im Strafraum. Es gibt Abstoß. Milosevic übrigens auch mit seinem 6. Saisontreffer, genauso wie Patrick Haas.
beide Mannschaften diesen Sommer sehr gut verstärkt. Dadurch jetzt auch im Spitzenfeld dabei. Gute Transferpolitik von beiden. Obwohl die Leobendorfer eigentlich im Vorjahr auch schon eine sehr gute Mannschaft hatten, aber dort dann wirklich viele Verletzungen gehabt haben, in einen Negativlauf reingekommen sind. Und das hat dann den Rest gemacht, dass du halt irgendwie dann nicht mehr rausgekommen bist. Muss man aber doch dem Verein auch zugutehalten, Sascha Laschet ist nie in Frage gestellt worden als Trainer. Top, top. Mich freut es für den Sascha. Für mich ist er ein super Trainer und ein Top-Mensch. Und was? Ja, sehr die gut. Nächste. Oh. Gefährliche Situation. Aue Flanke und dann der Milosevic und Pranic. Hätte es auch schon gefährlich werden können. Vielleicht jetzt im Konter, der Dreiskirchner. Ausschickt der Linhard. Für dich die Leobendorfer so ein Titelkandidat? Die Frage ist, ob sie die Breite haben für ganz, ganz vorne, aber wenn sie keine Verletzten haben, bin ich felsenfest davon überzeugt. Obwohl ich jetzt nicht viel gesehen habe, aber ich rede von den Resultaten und die Offensive ist wirklich sehr stark. Ja. Das Kirchen eher so ein Riesentöter oder so ein Zünglein an der Waage, wo man sagen kann, die können alle schlagen? Also für mich Favorit ist Stripfing und dann kommt Sportclub und danach gibt es halt zwei, drei Vereine noch und da gehören die zwei für mich dazu. Ja, also. Wir dürfen also gespannt sein. Morgen ja dann das Spiel Stripfing gegen Mauerwerk. Und da ist die nächste gute Flanke, Oli Pranic. Per Kopf dieses Mal. Super auch von Kevin. Wieder mitgeht. Schauen wir nochmal Wiederholung. Die Flanke. Milosevic dann noch ein bisschen zu klein. Und Pranic kann den Kopfball da nicht gut setzen. Technisch ein hervorragender Spieler, Oli Pranic. Super Spieler. Vor allem im 1 gegen 1. Super ganz stark. Spieler, ja. Aber man muss halt auch sagen, der Wechsel zu Leobendorf hat ihm schon sehr gut getan. Und ja, er hat dann. Er war ja schon ein bisschen, er war öfters verletzt und so bei Stripfing und Leobendorf hat ihn aufgefangen und ja, Sascha hat ihm das Vertrauen gegeben und er zahlt es zurück. Mit guten Leistungen und Toren auch zuletzt ja. Hat er getroffen am Wiener Viktoriaplatz. Übersteiger, Übersteiger, Torschuss. Klassiker bei ihm, super Übersteiger. Er macht es aber auch im Tempo. Ja. Schwer zu verteidigen. Sehr schwer. Da brechen sie andere die Viers und er macht das im höchsten Tempo. Das kann er wirklich sehr gut. Weil er gerade eingeblendet ist, Sascha Laschet. Ich habe vorher vor dem Spiel mit ihm genau über dieses Thema geredet. Und er hat gesagt, wir haben uns Szenen angeschaut mit Oli Pranic und haben ihm das gezeigt. Und er hat eigentlich oft diese Variante Übersteiger, Übersteiger nach außen gehabt und dann den Stangelpass. Jetzt hat er meistens Übersteiger, Übersteiger nach innen den Torschuss. Funktioniert auch sehr gut. Na, überhaupt als Rechtsfuß. Überhaupt als Rechtsfuß, super Möglichkeit dann zum Abschluss zu kommen, ja dann super Schuss auch. Also, gute Lösung. Schnell gemacht jetzt von Uno das Spiel und da ja, läuft schon wieder Kevin Aue. Gut durchgesetzt jetzt, in Station Trost. Aber er ist gleich wieder in der Defensive und gewinnt den Ball, unglaublich. Okan Selig, der Ball war im Out, Sascha Laschet versteht die Welt nicht. Steht ganz klar daneben. Keine Tore beim Wiener Sportclub dafür, nach 20 Minuten 0:0 gegen die grünen Neusiedler. Haben wir auch gegen die Austria eine passable Leistung gebracht. Da hat sie Torhüter Bröckelhof, viele sagen angeschüttet. Ich sage, der Platz war halt eine Katastrophe für diesen Ball, der gar nicht aufgesprungen ist. Das kann schon passieren. Einmal. Also ich habe in Brügge gesehen gegen Preiskirchen und das war auch ein sehr gutes Spiel. Boah. Sehr schön trifft er
Serinci trifft der Peter Zöch. Vielleicht können wir das nochmal sehen. Ja. Boah. Das hätte durchaus Elfmeter sein können. Glaube ich auch, ja. Aber okay, wir haben die Zeitlupe. Wir haben die Zeitlupe, stimmt. Der Herr Schiedsrichter nicht. Aber klar getroffen. Von Serinci Zöch. Da haben die Dreiskirchen ein bisschen Glück gehabt. Ob du sagst es richtig, wir haben die Zeitlupe eher nicht. Die Leumdorf-Fans auch, was ich so mitkriege. Oder sie schreien einfach nur das rein, was wir sagen. Unger. Holt einen Eckball raus, ging mal im Zweikampf. Sehr gut noch gemacht, Ballmitnahme war nicht so gut und hat zumindest einen Corner rausgeholt. Ein Spieler, der dir gut gefällt, David Unger? Ein ganz junger Spieler, muss man auch sagen. War auch in Ebelsdorf ein Thema. Ich glaube, der war bei mehreren Vereinen ein Thema. Wollten wir uns im Winter schon anschauen, aber er hat Schule gemacht in St. Pölten noch und ist dadurch bei seinem alten Verein blieben. Und ja. Dilic, guter Eckball, Kischke mit den Fäusten. Milosevic wäre da schon wieder da gewesen. Und im Sommer war es dann eh erledigt. Ja. Sommer war es dann erledigt, ja. Für mich eine Entdeckung der Saison bislang im Stil der Leomdorfer. Sehr solide, zweikampfstark. Er spielt meistens, er hat sich da durchgesetzt, also muss er eine gewisse Qualität haben. Und wie gesagt, ich wollte mir damals anschauen, ich habe sehr gute Sachen über ihn gehört und freue mich heute, ihn auch zu sehen, ja, dass ich mir da ein Bild auch von ihm mache. Jetzt einmal ein Abschlag von den Dreiskirchnern. Aber die Leomdorfer sind schon wieder da. Die haben jetzt ein bisschen Übergewicht bekommen in den letzten Minuten. Wir spielen jetzt auch aggressiver. Ja. Die ersten 10 Minuten haben sie auch vorne attackiert, oder die ersten 6-7 Minuten. Und dann haben sie ein bisschen zurückgezogen und jetzt sind sie wieder ein bisschen aggressiver, weiter vorne. Und sind für mich jetzt die bessere Mannschaft. Das ist das auch, was du angesprochen hast. Ne? Du würdest die Dreiskirchen attackieren, du würdest sie vorne zustellen, du würdest sie quasi nicht ins Spiel kommen lassen wollen. Wieder ein Fehler von Dokütz. Fischauer. Und ja, der hat es da probiert aus großer Distanz, hat gesehen, Schweiger war aus seinem Kasten, aber hat nur einen Leomdorfer getroffen. Panic und Milosevic. Leo Maros zum Autenwurf. Was ich zum Brügge noch sagen wollte, in Dreiskirchen hat er für mich die Partie gerettet. Es kann einmal passieren, dass er Fehler ist oder kein Fehler. Wie gesagt, der Platz war schwer zum Bespielen, was ich so gesehen habe. Kein Abseits. Ist für mich der beste Tormann in der Liga. Ich glaube auch, der Sportclub hat da einen sehr guten Griff gemacht. Ja, hundertprozentig. Wie gesagt, Dreiskirchen hat er für mich gerettet. Da waren ein paar Top-Paraden dabei, die was also Weltklasse waren sogar. Und es war ja nicht so, dass er gegen die Austria schlecht gehalten hat. Also genau, da hat er auch ein paar Mal in höchster Not gerettet. Also würde ich ihm auch nicht angreifen, dieses Tor, muss ich ehrlich sagen. Nein. Einige Kollegen haben es gemacht quasi und haben sich irgendwie ein bisschen lustig sogar darüber gemacht. Branić jetzt mit dem Eckball, der kommt auch nicht gerade ungefährlich und vielleicht jetzt mal ein schneller Konter. Boah, das Tempo machen. Überzahl. Die Leomdorf aber schnell zurück wieder. Fischauer 1 gegen 1 gegen Dilic. Lederer steht gut zum Schießen, aber zu unplatziert. Aber auch Leomdorf gut umgeschalten dann. Aber mal ja, Leomdorf, auch Dreiskirchen. Wieder guter Pass in die Spitze. Linhardt. Milosevic auf Dilic, der
mit Reingabe. Aber das, der Falsche im Tor, Peter Zürch im Tor, nicht der Ball, das zählt nicht. Aber super Laufweg vom Emir, hinterm Rücken des Verteidigers. Und obwohl Dreiskirchen in Überzahl war, sind die zum Abschluss gekommen. Durch einen sehr guten Laufweg vom Emir. Peter Zürch dann in der Mitte ein bisschen zu spät gekommen. Ich weiß nicht, ob er schießen wollte oder passen. Ich glaube eher, dass er schießen wollte. Wir sagen jetzt einmal, es war eine Flanke, die nicht angekommen ist. Okay. Toll jetzt von Fischauer an Aue. Nächste Standardsituation für die Leomdorfer. Emir Dilic. Den Ball in die Mitte auf Marvin Trost. Jetzt heißt es wieder, schnell zurück. Haas mit dem Seitenwechsel, der kommt an bei Bayrami. Und der kann auch schießen, hat auch schon bewiesen. Der war wieder abgefälscht. Eckball. Zeigt der Schiedsrichter. 30 Minuten um hier bei uns in Dreiskirchen. 1:1 der Spielstand zwischen dem FCM Profibox Dreiskirchen und den SV Sparkasse Leomdorf. Zwei schwere Abwehrfehler haben die zwei Tore ermöglicht in den ersten Spielminuten. Und wir warten auf den dritten Treffer. Hätten wir natürlich gern. Ist leider nicht so weitergegangen mit alle drei Minuten ein Tor. Lass uns ein bisschen Zeit, ich habe 2:1. Ja. Noah Lederer beim Eckball. Andere Variante. Guter Kopfball! Sehr gut. Olivier Moir. Herrlicher Kopfball von Olivier Moir. 2:1 für Dreiskirchen. Der Tipp von Jeko Rustic ist schon da, aber so wird es nicht bleiben. 31 Minuten gespielt. Die Dreiskirchner gehen wieder in Führung. Schauen wir nochmal, Lederer mit dem Eckball. Mohr setzt sich da gegen Aue durch. Keine Chance für Schweiger im Tor. 2:1 also für Dreiskirchen. Haben wir übrigens am Donnerstag in der Sendung gehabt beim Tor der Runde. Oli Mohr, ein Kopfballtreffer in der 5. Runde. Okay, na, super, super reingegangen. In den Ball reingegangen. Sehr guter Abschluss vom Oli. Aber andere Variante. Die erste Variante war eher zum Tor. Alle haben sich zur ersten Stange gestellt. Jetzt war eher alles beim 16er. Zwischen 11er und 16er. War jetzt natürlich die bessere. Thoma wird da gefoult von Bayrami. Da geht's und der ist viel zu weit. Lederer, falsche Richtung. Und da hält der Krischke. So was haben wir schon gehabt, ne? Zu Beginn des Spiels. Aber gut geklärt dieses Mal. Ja. Wieder kein Foul. Anzug von Serenci. Schiedsrichter hat er weiterspielen lassen. Schauen wir das nochmal an. Oli Mohr hat den Ball gespielt. Das war dann nichts. Ermahnung vom Schiedsrichter. Es kann schon wieder weitergehen. 2:1 also hier der Zwischenstand.
Bin gespannt, wie die Leobendorfer darauf reagieren. Eigentlich in einer Phase, wo wir gesagt haben, die Leobendorfer waren besser. Genau. Und so oft ist es noch nicht vorgekommen, dass sie in dieser Saison im Rückstand waren. Gehört auch dazu. Ich habe noch genügend Zeit. Wieder gut gespielt bei Armee. Ja. Der letzte Pass hat leider nicht gepasst. Guter Ball vom Viertel auf Emir Dilic. Und da ist Tag der offenen Tür da hinten. Aber da lässt er sich zu lange Zeit. Hätte weitergehen müssen mit Tempo. Zu viel Nachdacht. Sind überhaupt seine Bälle da, wo er dann das 1 gegen 1 sucht und den Abschluss. Dieses Mal aber zu lange gewartet, Emir Dilic. Eine gute Möglichkeit für den Ausgleich für die Leobendorfer. Aber wieder mit einem Pass in die Tiefe, die Schnelligkeit ausgenutzt. Dreiskirchner dann nicht geordnet gewesen. Eine sehr schnelle Außen. Aber was Dreiskirchner halt wirklich sehr gut macht, im Ballbesitz. Berami. Bischauer, Linhardt, gut gespielt, Berami. Super gespielt. Herrliche Parade von Schweiger. Ja, Dreiskirchner sehr viele Spieler, wenn sie im Ballbesitz sind, in der Ballnähe. Und da können sie wirklich dann sehr gut kombinieren. Schauen wir nochmal. Gespielt, Fischauer. Linhardt mit der Ferse, Berami dann mit dem Schuss und ja, da muss er sich schon ordentlich strecken. Sieht man sehr gut, vier Spieler in der Ballnähe und da hat man mehr Optionen als ballführender Spieler. Das machen sie wirklich sehr gut. Gibt nichts auszumerzen derzeit. Viertel. Und da gibt es jetzt Foul. Lin hat da im Gesicht getroffen. Auffällig bei den Dreiskirchnern natürlich auch viele junge Spieler. Muss man schon sagen, eine sehr junge Mannschaft. Aber alle top ausgebildet. Admira, Austria, Rapid. Und da gibt es noch so ein paar alte Hasen drinnen. Ne? Wenn man sagen kann, zu einem 28-Jährigen zum Beispiel. Ne? Moa, auch der Schuss nicht so zwider. Ja, Jung. Was ist Jung? Sechs Junge. Was für ein Alter? Jugendregelung. Aha, okay. Aber die Regelung habe ich immer gesagt, ist für mich lächerlich. Wir sagen, junge Spieler, der ist 21 Jahre alt. Jugendregelung ist dieses Jahr, glaube ich, 99 noch. Ich halte nichts von dieser Regelung. Der ist mit 21 jung und mit 22 alt. Also lächerlich. Dieses Problem hattest du ja in Ebrechtsdorf, ne? Im letzten Jahr. Genau. Ne? Ich finde die Regelungen lächerlich. Genauso viele junge Spieler bei dir damals rausgefallen und damit hast du auch viele umbauen müssen, ne? In deiner Mannschaft. Du bist in Wahrheit bestraft, wenn Spieler wegkommen wegen der Jugendregelung. Drin. Der Ivan Andrejewitsch, ein Jahr vorher ein paar Spieler oder Jugendspieler und ein Jahr später ist er alt. Also. Ich halte nichts von dem. Sollte man vielleicht nochmal überdenken, diese Regelung? Mit ein U22-Spieler muss von Beginn an spielen? Also wenn er mit 21 nicht in der Regionalliga spielt, dann wird es eh schwer, dass er irgendwo hinkommt. Ja. Also du würdest eher sagen, man soll die Besten aufstellen und nicht einen aufstellen, nur weil er ein U22-Spieler ist? Nein, die meisten Trainer stellen sich ja eh auf junge Spieler, weil die willig sind, marschieren wollen und die Mischung muss halt stimmen, aber wird keine Mannschaft jetzt 15 Arrivierte haben. Ja. Und dadurch halte ich nichts von der Regelung. Ich kann mich noch erinnern, wie diese Regelung, ich weiß nicht, ob sie war bei der Einführung oder so, aber Bandorf hat das immer so Hand gehabt mit Trainer Hackschalt damals. Nach 2 Minuten haben sie den Jungen ausgetauscht und den Alten eingetauscht. Ja, aber das ist ja für einen Jungen eine Katastrophe. Das kann ich auch nicht machen. Das ist ja unterste Schublade für mich. Aber hat es auch gegeben. Wird jetzt nicht mehr praktiziert, muss man auch sagen, weil es ja relativ viele junge Spieler gibt. Macht man auch nicht. Dorian Schwadow auch so. Ganz rechts geht wieder Dilic. Banic, Milosevic sind sich da nicht ganz einig.
Oli Pranic. Ja. Aber Marvin Trost hat da gut aufgepasst. Vor Imetilic am Ball. Aber schwierig für den Pranic, weil Zöchi und der Miro auf einer Linie waren. Und der Tilic sehr spät dann in den Rückraum gekommen ist. GWK jetzt für Thoma, den linken Verteidiger. Ist aber brav, der Junge, tut sich gut. Noch einen Foul an Bayrami. Schauen wir nochmal an. Bayrami geht da vorbei. Wird da gehalten. Emanuel Thoma also mit der gelben Karte. Freistoßmöglichkeit für die Dreiskirchner. Olimo auch wieder mit vorne. Niklas Serinci, Leo Marosch, die kopfballstarken Verteidiger auch aufgerückt. Niklas extrem starker Kopfballspieler für mich. Und dann Horst Rubesch alias Patrick Haas. Auch ein sehr kopfballstarker Spieler. Hat ja auch schon Kopfballtreffer erzielt in dieser Saison. Deshalb auch dieser Spitzname. Serinci, der Ball geht drüber. Das ist Leo Marosch. Serinci. Da in den Schritt reingespielt. Und jetzt müssen sie schnell zurück. Marvin Trost zu Grischke. Seine Situation haben wir gehabt. Sehr gut gelöst von Marvin. Dieses Mal aber keine Probleme, kein Fehler von Dominik Grischke. Oh, guter Pass auf die Seite. Geht nach innen, ja. Auf Lederer, das geht sich noch aus. Linhardt, ah. Super Laufweg auch vom Lederer. Fischauer. Kann da nicht gestoppt werden von Okan Selig. Fischauer. Kevin Aue, da gibt es aber dann kein Vorbeikommen. Ja, Kevin gegen Kevin ist ganz schwierig. Ja. Aber ja, Fischauer bleibt gleich dran, holt sich den Ball wieder und dann kommt Unger zur Verstärkung. Der mit dem Fehlpass. Und Schweiger mit dem schnellen Ausschuss. Aber da sind gleich zwei Leute bei Milosevic. Auch top, wie er die Räume erkennt, wo er sich hinbewegen muss, dass er einen Ball kriegt. Bayrami, der ist auch heute in Spiellaune. Er hat nicht umsonst in der Bundesliga gespielt. Beim Abschluss, da hat er noch etwas Pech. Ja, aber viele Assists, die ich so gelesen habe und mitbekommen habe. Auch im Mauerwerk getroffen. Aus zwei Metern ins leere Tor. Habe ich gleich eine Nachricht bekommen, er kann doch Tore schießen. Ja, das musst du aber trotzdem stehen. Ja. Helic, jetzt einmal auf der rechten Seite. Seht ihr da? Zieht er wieder zwei Spieler auf sich. Hammer, Helic dann wieder frei, Bayrami frei. Helic, das haben sie auch gut gespielt. Super Bewegung, wie gesagt, ohne Ball. Linhardt. Machen sie sehr gut. Mit dem Foul. Aber da sieht man, die technische. Das sehen wir nochmal ganz kurz in der Wiederholung, das Foul dann vom Linhardt. Ja, aber man sieht wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6 Spieler in Ballnähe. Das meine ich damit. So kannst du dann kombinieren. Umso mehr Spieler du in Ballnähe hast, umso besser kannst du kombinieren. Und das machen sie wirklich gut. Sie stellen einen breit und viele gehen Richtung Ball. Dadurch haben sie immer sehr gute Möglichkeiten zum Kombinieren. Sieht man auch wieder vier Spieler. Und beim Ballverlust gleich nachsetzen. Ja. Das ist das Wichtigste. Ja, sie sind halt eng, wenn sie im Ballbesitz sind und können dann super ins Gegenpressing gehen. Dadurch, dass sie nicht weit weg vom Tor sind. Vom Ball.
Milosevic, sie sind da durch. Rechts ist Ilic. Milosevic macht selbst. Krischke. 2 gegen 1 Situation. Wählt er den Ball. 44. Minute. Ilic wäre da, glaube ich, im Abseits gewesen. Deswegen hat Milosevic da den Ball nicht abgespielt. Ja, genau. Glaube ich. Gesehen. Der Abschluss hat dann halt nicht so gepasst. Aber kann er nicht immer passen. Ich habe es nicht gesehen, war Außenbahnspieler. Ich habe die Übersicht nicht. Du wärst so wie Ilic wahrscheinlich im Abseits gestanden. 100 Pro. Obwohl um die Zeit hättest du oft schon nicht mehr gespielt. Wir sind in der 44. Minute. Zirkel, natürlich. Umsonst haben wir nicht zusammengespielt, Jaco, wir kennen das. Unger, gut gemacht wieder. Ilic mit dem Abschluss. Drüber. Minuten sind um. 2:1 sieht das Kirchner führen. Durch Tore von Haas und Mohr. Das Tor der Leomdorf hat Milosevic geschossen in den Anfangsminuten. Ein gerechter Spielstand für dich? Ja, Leomdorf, wie gesagt, die haben ein bisschen eine Drangphase gehabt, haben dann aber das 2:1 gekriegt und Milosevic und abseits. Pranic, Abseitsstellung. Es ist eigentlich ein Hin und Her. Die eine Mannschaft schaut oft über Konter zu Chancen zu kommen und die andere kommt mit dem Ballbesitz zu Torchancen. Ich glaube eher, dass es ausgeglichen ist. Ein ausgeglichenes Spiel. Halbzeitpfiff vom Schiedsrichter hier in Dreiskirchen. Er bittet die Mannschaften also zum Pausende, Samuel Sample. 45 Minuten also hier um in Dreiskirchen, 2:1 der Pausenstand für die Heimischen im Spitzenspiel der dritten Liga. Und vielleicht sogar ein bisschen überraschend, denn die Leomdorfer hatten bislang in 6 Spielen 6 Siege feiern können, die Dreiskirchen aber auch nicht schlecht drauf gewesen bislang. Wir machen eine ganz kurze Werbung und sind dann gleich wieder mit einer kleinen Analyse für Sie hier in Dreiskirchen. Wie uns Österreichs Bäuerinnen und Bauern tagtäglich erden? Mit ihren frischen Lebensmitteln aus der Region. Vom Bregenzer Wald bis zum Seewinkel. Für ein nachhaltigeres und volleres Leben. Billa. Wir sichern Ihr Recht. Zu Hause und unterwegs mit dem ÖAMTC-Rechtsschutz. Jetzt bis zu 3 Monate geschenkt. In meiner Welt halten wir unsere Gewässer sauber. Denn in meiner Welt gibt's nur unsere Welt. Und mit der nachhaltigen Geldanlage von Raiffeisen kann auch jeder dazu beitragen, dass die auch in Zukunft lebenswert bleibt. Raiffeisen, meine Bank. Du kannst ein Tablet gratis haben. Zu allen A1 Glasfaser-Internet-Tarifen. Superschnell surfen im größten Glasfasernetz Österreichs. Mit maximaler Stabilität durch ungeteilte Bandbreite. Jetzt mit Gratis-Herstellung. Und das Tablet? Hey, können wir einfach behalten. Du kannst alles im 5-Giganetz von A1. Ich wollte schon immer ein Haus im Grünen. Mit viel Platz zum Spielen. Und zum Feiern. Sie haben es sich verdient. Vario Haus gibt dem Leben ein Zuhause. Wer träumt nicht gern davon, unabhängig zu sein, in den eigenen 4 Wänden zu wohnen und das Leben einfach zu genießen? Jeder hat das Recht auf den besten Wohnkredit. Vergleichen Sie selbst auf Infina.at. Vergleichen, sparen, absichern. Infina, die Wohnbaufinanzexperten. Jetzt über 90 Mal in Österreich. Die neuen Amorelli Adventskalender sind da. Jetzt mit vielen Partys zum gemeinsamen Erleben. Beschenkt euch selbst mit den Amorelli Adventskalendern und 24 Überraschungen für Paare. Jetzt bestellen.
Kaufen oder mieten? Was lohnt sich für mich? Finden Sie es jetzt heraus auf infina.at. Infina, die Wohnbaufinanzexperten. Jetzt über 90 Mal in Österreich. Dieses Bad ist nicht für die Katz. Tenne. Na? Vier gewinnt, ah? Wir gewinnt. Mit Ihrer Hilfe wird aus Vier gewinnt, wir gewinnt. In 4 Wochen bei 4 Jö-Partnern einkaufen und 4 Herzensprojekte ermöglichen. Jö, schau, ganz schön schlau. Was macht der Torhüter denn da? Und was ist denn das? Weil einfach alles möglich ist. Tor! Wetten auf kazumo.com. Wetten leicht gemacht. Kazumo. Lass uns zurück zur Natur finden. Mit einer reichen Vielfalt von über 4000 Bioprodukten. Merkur. Lass es dir gut gehen. Jeder Zweikampf, jeder Angriff, jeder Sieg. Alle großen Momente im Sport erlebst du nur bei Sky. Hol dir den ganzen Live-Sport und Sky Entertainment um nur 25 Euro im Monat. Sky Sport, wo Sport zu Hause ist. Ja, wir sind zurück in Dreiskirchen. Kurzer Werbungsblock, der muss natürlich auch sein. Und wir haben einen anderen Halbzeitstand aus Wien. Der Wiener Sportclub führt gegen den SC Neusiedl am See mit 1:0. Somit die Dornbacher, die auch im Spitzenfeld der Tabelle sind, wieder einen Schritt näher der Tabellenspitze. Ganz kurz zum jetzigen Spiel noch. Erste Halbzeit haben wir schon ganz kurz angeschnitten. Die Leobendorfer eher die Mannschaft, die es im Konter, die mit schnellen Gegenzügen das Glück probiert hat, nach vorne zu spielen. Dreiskirchen im gewohnten Ballbesitzspiel. Derzeit hat der Ballbesitz ein bisschen die Nase vorn, 2:1 steht es für die Heimischen. Ja, für mich, wie gesagt, trotzdem ein ausgeglichenes Spiel. Es geht halt da mit mehr Tempo zum Tor und da halt mit Ballstaffetten. Sehr interessantes Spiel. Sehr interessantes Spiel, ja. Ich kann Ihnen nur sagen, vor allem die ganze Liga scheint heuer sehr interessant zu sein. Erster Platz, Bruck an der Leiter. 9 Spiele, 18 Punkte, ist auch nicht so zuwider, oder? Die Brucker vor allem auf einmal heimstark, du kennst das. Ebrechtsdorf war, glaube ich, immer so ein kleiner Lieblingsgegner der Brucker. Gegen uns waren sie immer stark. Nein, aber war, glaube ich, ausgeglichen die Bilanz gegen uns. Was ich so weiß jetzt, aber unser Lieblingsgegner waren es nicht, sagen wir mal so. Ja. Haben aber auch sich gut verstärkt, Top-Stürmer geholt auch und das hat ihnen ein bisschen gefehlt. Und sehr viele junge Spieler, schnelle Spieler, laufstarke Spieler haben da ein bisschen was geändert und sind zu Recht da oben mit dabei. Vor allem einen Torjäger, hast du gesagt, haben sie geholt, genau. Matusz Bogner. 12 Tore schon nach 9 Spielen in der Vorsaison, nach 18 Runden, wie es abgebrochen worden ist, 12 Tore. Wenn man so einen Stürmer hat, der so trifft und so knipst, dann kann man zufrieden sein. Ich glaube, dann steht man auch davon. Du hast selbst Materna gehabt, du hast Rezic gehabt, du hast etliche Spieler gehabt, die viele Tore geschossen haben bei dir in der Mannschaft. Ja, ja. Also Bommer nicht zu vergessen. In der Meistersaison hervorragend überhaupt im Frühjahr gespielt. Und der Dani, der Materna, war im Frühjahr, der hat sich dann schon ein bisschen gespielt in der Liga. Das hat man. Schauen wir uns mal ein paar Szenen noch an, die es in der ersten Halbzeit gegeben hat im Spiel zwischen Dreiskirchen und Leobendorf. Das ist die Begrüßung und das war der Ankick. Und dann der erste Fehler. Doc Götz mit dem Rückpass auf Schweiger, der ungefähr 4 Kilometer weit weggestanden ist. Hat er nicht geschaut. Haas nützt das gleich aus in der Anfangsphase. Ich glaube nach 2 oder 3 Minuten gleich das 1:0. Wieder Assist bei Rami. Torschütze Haas. 6. Saisontreffer. Patrick Haas haben wir schon angesprochen. So torgefährlich wie noch nie und das über links. Trifft aber immer super in Seitentaschel eigentlich. Er war gegen Mauerwerk war das gleiche, glaube ich, wo er aufs Tor gegangen ist, auch rechts unten von ihm aus. Dann der Ausgleich. Nach einem Fehler von Grischke. Aber auch gut von Miro, wie er sich um einen Gegner dreht und dann mit dem zweiten, dritten Kontakt abschließt, mit dem dritten Kontakt ins kurze Eck. Grischke ohne Chance nach dem schweren Fehler. Dann Lederer.
mit dem Eckball, Ole Mohr mit dem Kopfball. Ist das wieder eines für das Tor der Runde? Ja, es war halt eine kombinierte Deckung von Leomdorf, wo drei im Raum sind und die anderen mannorientiert eingeteilt sind. Und der Oliver halt vor dem Kevin, was nicht einfach ist, wie wir wissen, habe ich gesagt, er ist körperlich sehr robust. Super gemacht vom Oli, super reingegangen. Nächste Chance der Dreiskirchner, herrlich gespielt bei Rami. Und Schweiger hat sich da schon gehörig strecken müssen, um diesen Ball noch zu entschärfen. Und dann kommt aus der Distanz noch Ole Mohr. Unterhaltsames Spiel, muss man aber sagen. Viele Torschüsse, viele Torchancen. In einem Spitzenspiel sieht man das ja nicht oft. Normalerweise ist das immer so ein Spiel, abwarten. Man erwartet sich immer viel von einem Spitzenspiel und bekommt dann immer relativ wenig. Heute aber nicht. Ja, weil nach drei Minuten gleich das 1-0 gefallen ist. Und dadurch ja, entwickelt sich das Spiel gleich anders. Ja. Sonst tut man sich ein bisschen beschnuppern. Und das ist jetzt weggefallen, wenn du 1-0 führst nach drei Minuten. 6. Minute der Milosevic, 31. Ole Mohr, 2-1. Und das ist auch der Halbzeitstand. Schelko, wir gehen noch mal ganz kurz in die Werbung und kommen gleich wieder zurück nach Dreiskirchen. Und dann schauen wir uns mal an, ob es irgendwelche Änderungen gibt bei den Mannschaften. Lass uns zurück zur Natur finden. Mit einer reichen Vielfalt von über 4000 Bioprodukten. Merkur. Lass es dir gut gehen. Was macht der Torhüter denn da? Und was ist denn das? Weil einfach alles möglich ist. Tor! Wetten auf kasumo.com. Wetten leicht gemacht. Kasumo. Hm. Na? Ha! Wir gewinnt, ah? Wir gewinnt. Mit Ihrer Hilfe wird aus 4 gewinnt, wir gewinnt. In 4 Wochen bei 4 Jö-Partnern einkaufen und 4 Herzensprojekte ermöglichen. Jö, schau, ganz schön schlau. Österreichs heißester Adventskalender kostet nur 69,99. Nee. Doch. Sichere dir heute den neuen Adventskalender auf eis.at. Du kannst ein Tablet gratis haben. Zu allen A1 Glasfaser-Internet-Tarifen. Superschnell surfen im größten Glasfasernetz Österreichs. Mit maximaler Stabilität durch ungeteilte Bandbreite. Jetzt mit Gratisherstellung. Und das Tablet ist meins. Du kannst alles im 5-Giganetz von A1. Du zahlst zu viel für Strom und Gas? Garantiert! Geh jetzt auf Compera.at. Compera vergleicht über 100 Tarife und du kannst mit wenigen Klicks bis zu 900 Euro sparen. Beim Wechsel über Compera.at erhältst du außerdem 10 Euro Sofortbonus. Compera.at. Smart vergleichen, besser entscheiden. Großes Jubiläum bei Möbelix. Zum Jubiläum spart man fix. Ganz egal, woran man denkt. Viele Möbel fast geschenkt. Schöner Wohnen ganz im Nu. Da schlägt jeder gerne zu. Jetzt beim großen Möbelix-Jubiläum. Tausende super günstige Jubiläumsangebote in allen Abteilungen. Möbelix, was nix. Die neuen Amorelli Adventskalender sind da. Beschenkt euch selbst, findet eins von 100 goldfarbenen Love Toys und sichert euch die Chance auf ein Toy aus purem Gold. Jetzt bestellen. If you could read my mind, love, what a tale my thoughts could tell. Just like an old-time movie about a ghost from a wishing well. I never thought I could feel this way, and I've got to say that I just can't get it back. Ich wollte schon immer ein Haus im Grünen. Mit viel Platz zum Spielen. Und zum Feiern. Sie haben es sich verdient. Wario Haus gibt dem Leben ein Zuhause. Wir sind zurück in Dreiskirchen. 2-1 also der Halbzeitstand zwischen dem FCM Profibox Dreiskirchen und den SV Sparkasse Leomdorf.
Bleibt der Spielstand? Ist denn erstens dein Tipp richtig? Zweitens die erste Saisonniederlage oder der erste Punkteverlust überhaupt für die Leobendorfer? 6 Spiele, 6 Siege. Ja, eigentlich kann man sagen, das hat schon lange nicht mehr gegeben, aber das stimmt nicht, weil im Vorjahr FC Machfeld-Mansdorf ist genauso gestartet. Genau. Und dann Abbruch her. Und dann Abbruch Corona-Meister geworden. Genau. Eine super Saison von Mansdorf, auch in so einen Lauf reinkommen. Viele Spiele auch am Schluss noch entschieden oder mit 2:1. Aber das gehört dazu, wenn man Meister werden möchte. Schauen wir mal, wer Meister werden will in der Regionalliga Ost der dritten Liga. Sie dürfen natürlich eines nicht verpassen und das sage ich Ihnen immer wieder. Fan.at, bitte laden Sie sich die App runter. Sie bekommen alle Informationen über die dritte Liga natürlich exklusiv bei uns im Bild und Ton mit allen Live-Spielen der Liga. Wir übertragen alle Spiele der dritten Liga der Regionalliga Ost live bei uns. Und das können Sie natürlich auf Fan.at sehen. Aber nicht nur das, auch die Bundesliga, die internationalen Ligen und auch das Unterhaus aus ganz Österreich ist bei uns auf Fan.at vertreten. Die Mannschaften kommen auch schon wieder aufs Spielfeld. Die Leobendorfer immer noch in Rot, Dreiskirchen immer noch in Blau. Was für eine Überraschung. Was für eine Überraschung, stimmt. Einzig die Richtung wird sich jetzt ändern. Die Leobendorfer dann von links nach rechts. Die Dreiskirchen spielen dann von rechts nach links. Würdest du jetzt als Trainer, was würdest du deiner Mannschaft jetzt mitgeben, wenn du Dreiskirchen Trainer bist? Du, die haben beide Mannschaften, haben glaube ich gute Trainer. Die werden schon wissen, was tun. Ich muss ihnen da keinen Tipp geben. Aber unsere Zuschauer würden gerne wissen, was Gregor Rüstitsch sagen würde in der Halbzeit. Wie gesagt, ich bin überzeugt, dass die wissen, was zum Sagen ist. Ja, steht mir jetzt auch nicht zu. Steht dir auch nicht zu, ja. Die Leobendorfer liegen also zurück und sie müssen aufholen. Gregor Rüstitsch hat gesagt, er ist jetzt nicht Trainer und sie haben beide gute Trainer. Ich würde jetzt gerne noch mehr Offensive sehen von den Leobendorfern und noch mehr Spielwitz der Dreiskirchner. Das würde ich mir wünschen und natürlich noch viele Tore. Eines, was wir auch hier gesehen haben, ein Spiel, das ist 6:4 ausgegangen. So ein Spiel würde ich mir auch gerne wünschen. Das war damals Dreiskirchen gegen Sportclub in der Vorbereitung. Das wäre top, das wäre für uns top, für die Zuschauer, ich glaube für die Trainer nicht so. Für uns war das eine super Geschichte. Ja, so ist das. Die zweite Halbzeit hat also begonnen hier in Dreiskirchen. Wie gesagt, Leobendorf in Rot, Dreiskirchen in Blau von rechts nach links. Halbzeitstand war 2:1 für die Heimischen. Vielleicht sehen wir ja so einen Beginn wie in der ersten Halbzeit. 3 Minuten gespielt, noch ein Tor, 6. Minute noch ein Tor. Schauen wir mal, wie es wird. Sascha Laschet war relativ früh wieder aus der Kabine heraus. Vielleicht auch ein gutes Zeichen, dass man seiner Mannschaft eigentlich gar nicht so viel mitgeben will oder muss. Weil die Leistung war ja nicht so schlecht. War in Ordnung, ja. Berami und Haas. Die verstehen sich prächtig, die beiden. In der Offensive. Lin hat hart gedeckelt von Kevin Aue, der Kampfmaschine. Da kann man sich, glaube ich, nur wehtun, oder? Im Zweikampf mit Kevin Aue. Wie ich gesagt habe, der ist wirklich körperlich top. Ich glaube, es gibt 2 Spieler in der Regionalliga, wo man durchaus sagen kann, die beiden sind wirklich Kampfmaschine. Das ist Kevin Aue zum einen und ich glaube Daniel Maurer zum anderen. Daniel, wie gesagt, kenne ich ja, so Beobachtungen her und kann ich nicht so einschätzen, aber auch eine Laufmaschine, stimmt schon. Aber in Kevin habe ich halt 3 Jahre miterlebt. Götz wird da wieder attackiert von Bayrami. Schweiger angelaufen von Haas. Zerenschieter wieder gegen Zöch. Robust dieses Mal hat es das Foul gegeben. Der Schiedsrichter lässt glaube ich auch viel durchgehen. Was ja nicht so schlecht ist. Ja, ist in Ordnung. Schauen wir mal. Ja, da hat er aber den Mann attackiert, der Pfiff war richtig. Aber er hat das Spiel sehr gut trotzdem im Griff. Ja. Lass viel durchgehen, aber
Ist nicht unfair. Ist nicht unfair, ja. Viertel. Kevin Aue macht das auch gut, ging zweiter gleich. Und das muss Abschluss geben. Richtig, die Entscheidung vom Assistenten. Der Nebel ist auch da. Ja, hoffentlich wird es nicht mehr. Zu dieser Jahreszeit darf er auch ein bisschen kommen. Ne? Ja. So gut. Gut gesehen, Ball glückt ein bisschen. Ja. War aber auch schwierig, genau. Vor ihm aufgekommen, war nicht so einfach. Wieder fünf, sechs Spieler in Ballnähe. Sehr gut. Das gefällt mir sehr gut an Dreiskirchen. Und vor allem die Dreiskirchen haben ihre, gut heute vielleicht zu Beginn nicht, ihre Eigenfehler abgestellt, wo sie eigentlich oft bestraft worden sind und dann meistens einen Rückstand nachgelaufen sind. Heute war halt der Fehler von Grischke da, aber in den letzten Spielen haben sie die eigentlich fast komplett abgestellt. Das stimmt, und aber sie haben für mich zu früh gelockt. Jetzt wieder so ein Pass von Leo Maros, aber Niklas Serenci bessert da den Fehler seines Kollegen aus. Und hat gleich ein Solo gestartet, ein kleines. Ja, hat mir gegen Mauerwerk auch schon sehr gut gefallen. Der Baumlange Innenverteidiger. Statt Javus in die Mannschaft gekommen. Ja, spielt aber wirklich gut. Auch der Pfiff wieder richtig vom Schiedsrichter. Züchter mit dem Foul an Oli Mohr. Das Coaching von Oli, danach hat mir sehr gut gefallen. Bewegung ohne Ball hat ihm nicht geschmeckt und hat er gleich reagiert, hat sich für mich super entwickelt als Spieler und ist auch, wie man sieht, ein Führungsspieler in dieser Mannschaft. Und das ist auch die Sache, die ich hin und wieder angesprochen habe, auch mit Neuen Schweizer damals, wie er noch bei mir gesessen ist, neben mir gesessen ist, ob Mohr nicht auf der 6 besser aufgehoben ist. Da hat er das Spiel vor sich, da kann er besser coachen, da kommt auch sein Spielstil besser zur Geltung als auf einer 8 zum Beispiel. Ja. Und Lederer ist eher derjenige gewesen, der halt offensiver, vielleicht der kreativere ist. Ja. Und jetzt haben sie es umgestellt und sicher nicht durch die Intervention von mir und von Norbert Schweizer, aber vielleicht haben sie eine ähnliche Idee gehabt. Viel Schauer. Da sieht man, dass ihr zu euch auskennt. Dazu sagen wir jetzt nichts. Jetzt geht es ein bisschen hin und her mit ein paar Fehlpässen. Aber könnte ein Spiel auch interessant machen. Patrick Haas, der probiert es einmal. Okan Selig und Schweiger. Rettet da die Leomdorfer vor einem Eckball. Auch den Wurf. Spielfortsetzung, Dreiskirchen. Gut gemacht auch von Troster im Zweikampf. Sehr gut. Ein bisschen die rustikalere Variante von Marvin Trost. Ja, aber das haben sie heute schon 3-4 Mal gemacht. Aber ist auch okay, wenn es geht, nicht immer. Ja?
Der Seitenwechsel von Serenci. Kommt leider nicht ganz an bei Barami. Ich sage jetzt nichts dazu. Oder vielleicht doch, jetzt weiß er vielleicht vom TV-Bildschirm, warum er ausgetauscht worden ist. Spielerwechsel in der Kommentatorenkabine oder am Balkon sind wir eigentlich. Ne? Gut gemacht. Sehr schön. Nur der Abschluss, der hat nicht wirklich so gepasst. Norbert Schweizer. Ausgewechselt. Vielleicht haben wir einen besseren Co-Kommentator jetzt geholt, ne? Das ist ein großer Fußstapfen vom Nadel. Na, so große Schuhe hat er nicht. Schauen wir nochmal in der Wiederholung. Der Pranic geht da gut vorbei. Der Abschluss hat dann nicht ganz gepasst. Aber wieder ein sehr gutes 1 gegen 1 von Pranic. Vielleicht ist er böse, weil ich ihn ein bisschen härter rangenommen habe in den Interviews. Super von Marusch jetzt. Sieh noch ein Verteidiger, wo er dann nach vorne stößt. Ins Mittelfeld, dass er eine Anspielstation ist. Vielleicht könnte man das sehen beim Rausspielen. Vielleicht könnte man sich das einmal anschauen. Ich weiß nicht, ob unsere Regie so flexibel ist. Schauen wir mal. Wir prüfen sie. Das Rausspielen beim Abstoß. Bis wir das vielleicht haben, schauen wir mal aufs Spiel jetzt. Ja. Weiter Pass in die Tiefe auf Peter Zöch, der eigentlich im Abseits kommt, nicht zum Ball und daher bleibt der Ball bei den Dreiskirchnern bei Krischke. Okay. Okay, jetzt ist ein bisschen weniger Bewegung da im Offensivspiel der Leobendorfer. Jetzt probieren sie es ein bisschen mit weite Bälle. Panic, Seitenwechsel. Marvin Trost. Durch den Zweikampf mit Serenci setzt sich da durch. Leo Marosch in der Mitte. Mit dem Abschlag. Rami, rechts geht Helic. Gut gesehen. Aber Helic auf Linhard. Sehr gut. Schweiger zögert da ein bisschen. Rami wird geblockt. Viertel. Schau auf Lienhardt, gut gemacht, Lienhardt. Sehr gut. Gut gedreht vom Dunkels weg, vom Verteidiger. Voll. Aber dann der Abschluss nicht so. Vor allem beim Laufweg, Helic super durchgesetzt, muss der Lienhardt, glaube ich, noch mehr Tempo aufnehmen, noch mehr durchziehen. Dann kommt er vielleicht besser zum Abschluss. Und jetzt die Sense von Oli Mohr, gelbe Karte nach dem Foul. An Thomas. Schauen wir mal, dein Wunsch geht in Erfüllung, das Rausspielen. Ja, Marusch sieht man dann wieder, er spielt jetzt nach außen und bewegt sich sofort wieder nach vor, dass er anspielbar ist.
super bewegt vom Jungen. Top. Und so haben sie wieder rausspielen können. Genau. Ihr gewohntes Spiel. Sehr gut von ihr. Danke an die Regie. Dankeschön. Bin gespannt, ob meine Wünsche auch in Erfüllung gehen, wenn ich etwas fordere. Oder nur von meinen Kollegen daneben mir. Ich glaube, ich habe gesehen, in der 26. Minute irgendeine Aktion. Vielleicht könnten Sie die ja mal raussuchen. Dann sind Sie beschäftigt. 2:1. Viel hat sich noch nicht getan in der zweiten Halbzeit. Die wirklich Großchancen fehlen noch. Milosevic da jetzt mit einem abgerissenen Schuss. Aber ich kann Sie beruhigen, auch beim Sportclub hat sich noch nicht viel getan. 1:0 für die Dornbacher. Für die wird es genug sein, für die Neusiedler zu wenig. Sie liegen hinten. Aber auch da, die Neusiedler zum Beispiel, wenn wir kurz bei den Neusiedlern bleiben, Sascha Steinacher, weder Trainer noch Spieler. Jetzt Günther Gabriel, der neue Trainer, hat gleich einen Einstandssieg gefeiert im Spiel gegen Wiener Viktoria. Ganz wichtig für die Neusiedler. Ja, schade für Sascha. Das ist eine super Möglichkeit für ihn, ist als junger Trainer gewesen. Und wird ihnen aber als Spieler sicher abgenommen. Das kann schon sein. Aber wer weiß, wie das da weitergeht mit den Neusiedlern. Wir wissen es ja nicht. Noch dürfen sie nicht spielen daheim oder trainieren. Müssen wir uns noch genauer die Verordnungen anschauen, wie das da weitergeht im burgenländischen Fußballverband. In Niederösterreich dürfen sie noch spielen und deswegen dieses Spiel hier. Dreiskirchen-Leomdorf, dieses Topspiel der dritten Liga. Hat sich das auch verdient bis jetzt, sage ich mal, dass ein Topspiel ist. Ist schwer in Ordnung, muss man sagen. Auch sehr mutig vom Tormann. Unger da. 2:1 Situation. Verfolgt Linhardt und holt sich den Ball wieder. Ja, der Pass muss besser kommen, es war 2:1 Situation. Vielleicht jetzt Kunter. 4:5 Überzahlspiel der Leomdorfer, aber Milosevic mit dem Ball in die Tiefe. Wollte da, dass Dilic tief geht, der wollte eher auf die Seite angespielt werden. Das Problem war, dass ihm der Oli da auch zumacht, dass er auch ins Zentrum stürmt und ihm nicht so viele Möglichkeiten gegeben hat. Er das Spielfeld eng gemacht hat. Wir dürfen gespannt sein, wann Sascha Laschet reagiert. Und wenn wir zur Betreuerbank schauen, sehen wir schon einen Wechselspieler, der sich bereit macht. Ich nehme mal an, das ist Marco Miesenböck. Okay. Da sehen wir es im Gespräch mit Sascha Laschet. Offensive kommt also. Bin gespannt, ob er Peter Zöck vom Platz nimmt. Oder mit Miesenböck dann in der Sturmspitze agiert. Oder vielleicht Dilic. Oder Branic weichen müssen. Ich glaube ja, dass er Dilic wechseln wird. Bevor dieser Wechsel stattfindet, aber noch einmal die Dreiskirchner. Das Foul von Fischauer hier an Kevin Aue. Die Zuschauer fordern eine gelbe Karte, die gibt es aber nicht für dieses Foul. Lässt sich da wieder fallen, das haben wir auch schon vermehrt gesehen. Und dann das Foul an Lederer. Und jetzt kommt der Spielerwechsel. Den hast du erraten, Sheikh Oristic.
muss ich sagen, Gratulation, Emet Ilic. Geht. Spielminute, Spielerwechsel beim SV Leopoldorf. Marco Miesen bekommt ins Spiel. 63. Minute, der erste Wechsel also im Spiel. Emet Ilic runter, Marco Miesen bekommt. Hättest du das als Trainer auch gemacht? Wäre das auch dein Wechsel gewesen? Ja, wenn ich Miese bringe, ja, entweder als zweite Spitze oder auf der Seite. Also hat er die zwei Möglichkeiten gehabt, Zöchi oder in Dilic. Weil der Pranic war für mich ein bisschen auffälliger, hat er mehr 1 gegen 1 Situationen gelöst. Wiesenböck ja krank gewesen, deswegen nicht vom Start weg in der Mannschaft. Aber wir nehmen ja einen sehr guten in der Hinterhand. Also. Das ist auch das, was Norbert Schweizer und ich immer wieder angeredet haben und angesprochen haben. Die Offensive der Leopoldorfer sehr vielfältig. Ja, ja, ja. Ob jetzt mit einem Stürmer, mit zwei Stürmer, sie haben in Wahrheit 4, 5 Leute für 3, 4 Positionen. Genau. Und da hat Sascha Laschet auf die Qual der Wahl, oder kann man auch sagen, so, wenn ich jetzt einen nicht so. Aber in Form ist, habe ich einen anderen gleich da und das ist das Gute. Also, aber es gleicht sich in der Saison aus, du brauchst ja dann eh, du brauchst ja auch so einen Kader, weil die werden da nicht alles durchspielen können. Wie dann Gesperrte sein, Verletzte und dadurch brauchst du Optionen. Das haben wir schon gesehen in der ersten Halbzeit, der Schiedsrichter löst da ein bisschen härter spielen. Ja. Aber wie gesagt, die Mannschaften sind noch ruhig. Es ist nicht unfair, wie du vorher auch gesagt hast. Ja? Alter, was ist mit deinem Chef? Die gehen das nicht aus, was? Dick, Trick und Track. Zuschauer sind nicht zufrieden, was man mitkriegt. Aber wann sind das Zuschauer? Ja, ich bin jetzt auch Zuschauer, ich genieße es. Hätte man natürlich auch auf voll entscheiden können, der Schiedsrichter hat weiterspielen lassen. Ist jetzt, glaube ich, nicht so ein Problem. Das einzige Problem ist, Robin Lin hat, glaube ich, hat es ein bisschen mehr wehgetan. Dieser Einstieg von Okan Selig. Ja, der ist schon benannt, der wird es überstehen. Der wird es schon überstehen. Ja. Aber was ein Eispray für Wunder bewirken können, das wissen wir ja. Ne? Sensationell. Wunderwaffe. Bei mir jetzt nichts geholfen. Das stimmt. Aber nach dem Spiel ist meistens wieder gegangen, oder? Ja. In der dritten Halbzeit. Da war ich in Topform, das stimmt. Da waren wir am stärksten. Dritte Halbzeit war unser Spiel. Wieder Föhler. Schauer, wieder so ein Fehler. Der setzt sich da gut durch. Okan Selig macht das und spielt den Ball. Super ausgebessert vom Okan. Gutes Tackling. Sehr gut, ja. Riskant, aber gut. Und da ist er zum ersten Mal. Miesenböck mit der Hereingabe. Leo Marosch kennt da gar nichts weg mit dem Ball. Marvin Trost holt da einen Outenwurf aus. Die Traskirchner bereiten, glaube ich, auch einen Wechsel vor. Mario Waldowski. Da sehen wir es nochmal. Okan Selig in sein Tackling. Ganz klar den Ball gespielt. Nie und nimmer ein Strafstoß. Mario Waldowski macht sich bereit. Robin Linhardt, glaube ich, wird da weichen. Glaube ich auch. Und dann schauen wir mal, ob es mehr Tiefgang gibt im Spiel der Traskirchner. Mit dem schnellen Waldowski. Aber zuerst sehen wir noch eine Torchance. Der Leopoldorfer hat eigentlich gar nicht so ausgesehen, aber Berami hat den Zweikampf nicht angenommen gegen Thoma. Und der mit dem Kopf ist gut reingegangen, der Junge. Gut in den Ball gegangen, aber dann doch nicht kein kontrollierter Kopfball gewesen. Genau. Aber vor dem Berami noch hinkommen, also gut reingegangen. Guter Trick.
Guter Trick von Kevin Auer. Ja. Einmal mal in die Höhe spielen. Ja. Haas hat den Ball gesucht und dann schön runtergenommen und weitergespielt. Milosevic ist jetzt auch ein bisschen untergetaucht. Viertel. Gut gesehen, Miesenböck. Gut okay. Durch die Beine. Sehr gut, sehr gut. Krischke passt aber auf. Nochmal Viertel mit der Spielverlagerung und dann Marco Miesenböck mit dem Gurkel. Ja, gute Ballmitnahme, dadurch muss Marvin das Gurkel zulassen und ja, schießt dann durch die Beine durch. Aber nicht an Krischke vorbei. 2:1 noch immer der Spielstand für Dreiskirchen. In diesem Spiel zu spielen. Und auch das ist gelb für Marvin Trost. Und das könnte auch gelb werden für Marco Miesenböck. Schauen wir nochmal in der Wiederholung. Aber den Kevin Aue kann man nicht aufhalten, oder? Auch so nicht. Spielerwechsel in Dresk, bei den Dreiskirchner, bei den Heimischen. Mario Baldowski kommt ins Spiel. Robin Linhardt verlässt das Spielfeld. 70. Minute, also auch der erste Spielertausch bei den Heimischen. Und neu im Spiel unsere Nummer 20, Mario Baldowski. Ein Kraftpaket. Auch eines. Lauter Kraftpakete da im Spielfeld. Aber ich bin gespannt, wie die Leobendorfer jetzt weitermachen. Miro Milosevic ein bisschen untergetaucht. Von Branić war jetzt auch schon länger nichts mehr zu sehen. Zöch hat für mich noch nicht so wirklich stattgefunden bis jetzt. Von den Torchancen her. Das vielleicht noch verbesserungswürdig. Ja, sie kriegen vorne ein bisschen weniger Unterstützung als bei Dreiskirchen. Da hilft das Mittelfeld der Offensive mehr und Leomdorf aus dem Mittelfeld rückt nicht so nach. Dadurch ist für die, oder auch über links, da könnte noch mehr kommen über den Thomas, dass er da ein bisschen unterstützt. Das fehlt ein bisschen. Sie haben nicht so eine Unterstützung vorne. Obwohl sich Amar Helic und Marvin Trost heute auch ein bisschen mehr zurückhalten. Normal stürmen die auch noch mehr mit. Ja, aber wie ich schon ein paar Mal gesagt habe, bei Ballbesitz, die sind alle 4-5 Spieler immer Richtung Ball. Ja. Und es ist sehr kompakt und bei Leomdorf im Ballbesitz eher weiter auseinander und dadurch schwer halt auch gehen. Die müssen immer einen Ball halten, dass wer nachrückt und das ist nicht so einfach. Aber es kann sich ja noch ändern. Kann sich ja noch ändern. Ein bisschen haben sie noch Zeit, 20 Minuten knapp. Mit der Nachspielzeit vielleicht 23. Das haben sie jetzt gut gelöst. Super gespielt. Einzig der Pass von Unger. Dann in die Spitze, hat nicht so toll funktioniert. Aber man hat jetzt gesehen, sie waren ein bisschen länger und das gleich kombinieren können. Das war sehr gut gespielt von Leomdorf. Foul an Helic. Ja. Schauen wir nochmal. Ja, aber da ist er unabsichtlich draufgeschlingen, das war jetzt kein Foul. Für eine gelbe Karte. Ja.
Natürlich geht wieder mal tief. Ja. Aber die Dreiskirchner machen es eng, erobern den Ball. Lederer mit dem herrlichen Pass. Super bei Rami. Pass. 3 zu 1. Super Pass. Er trifft ja doch. 3 zu 1 für Dreiskirchner. Aber man hat gesehen, Ballverlust der Leopdorfer. Gleich hin die Dreiskirchner. Genau. Balleroberung, sehr gut gespielt. Lederer lässt sich da lange Zeit. Berame dann im richtigen Moment angespielt. 3 zu 1 Schweiger. Keine Chance. Sehr gut. Sehr guter Pass. Sehr guter Pass. Super positioniert auch von Berame. Sie haben auch sehr viel Positionswechsel im Spiel. Also ist sehr gut. Was das? Es kann noch was passieren. Ja. Drei zu eins auf jeden Fall und der nächste Fehlpass von Tokötz. Haas auf Baldowski. Aber das haben sie dann nicht schön fertig gespielt, die Dreiskirchner. Sehr guter Pass. Milosevic, vielleicht jetzt einmal über Miesenbrück im 1 gegen 1 gegen Trost, ja, setzt sich da durch. Miesenbrück und dann fehlt in der Mitte. Waren zwar drei Leopdorfer in der Mitte, aber er hat keine getroffen. Aber sie setzen auch da die Lasche der Foul jetzt von Leo Marosch an Milosevic. Kann gefährlich werden. Vielleicht sehen wir die Aktion nochmal von Miesenböck. Hier im 1 gegen 1 gegen Trost, gut gemacht. Und dann Zöch geht an die erste Stange. Milosevic vielleicht dann ein bisschen zu zentral oder zu weit hinten im 16-Meter-Raum. Ich finde sogar, dass er sich gut positioniert hat, der Miro, weil zwei auf einer Linie waren. Und er hat sich in den Rückraum fallen lassen. Ich finde, dass das schon in Ordnung war. Glaubst du, dass der Pass schlecht war von Miesenbeck? Oder halt zu ungenau? Zu ungenau, aber die Aktion vorher war gut von ihm. Aber Miro ist sehr gut für mich gestanden. Freistoß, Milosevic, das kann er, das wissen wir. Aber in die Mauer. Durchsetzen uns sie auch gut, die Dreiskirchner, auch wenn sie im Bedrängnis sind, kriegen sie hin und wieder auch dann noch das Foul vom Schiedsrichter dazu. Also das. Na, für mich sind sie jetzt verdient. Machen sie in sehr gut. Für mich sind sie verdient jetzt in Führung. Zweite Halbzeit auch. Aber zweite Halbzeit hat das Spiel jetzt vielleicht ein bisschen an Spannung, kann man nicht sagen, verloren, aber ein bisschen an Torchancen, an Möglichkeiten, am Spielerischen. Ja, zwei Tore sind halt durch schwere individuelle Fehler gefallen. Aber sie sind für mich aggressiver und viel besser im Spiel für mich, Dreiskirchen. Ja. Sehr viel Ballbesitz. Haben den Gegner eigentlich im Griff. Im Ballbesitz und auch gegen den Ball, muss man ehrlich sagen. Leo Marosch jetzt mal mit einem Abschlag auf Baldowski. Der setzt sich da gegen Tokio zu und da kann man auch einen Foul geben, oder? Mhm. Baldowski aber Sitzfußball auch nicht so schlecht. Setzt sich da durch und dann Okan Selig bereinigt das. Sind immer wieder da. Berami auf Haas. Am linken Fuß hätte er gehabt. Celik ist sehr gut aufgepasst. Schauen wir dann nochmal. Baldowski wird da umklammert von Tokötz. Ne? Kann man schon Foul geben. Kann man geben, ja. Eckball. Haas und Lederer. Dritte Variante.
Wieder eher mit Anlauf. Träger, ganz sicher. Ganz sicher. Da sieht man jetzt ein Beispiel, er ist ganz alleine auf weiter Flur. Setzt sich da aber gut durch, ja, und setzt gut nach, gut, behauptet den Ball und dann bleibt er Mohr hängen. Mohr wieder mit dem Ball in die Tiefe auf Palowski, Outenwurf für Dreskir. Aber da hast du recht gehabt, da sieht man wieder Milosevic alleine auf der Seite, auf weiter Flur. Pranic, glaube ich. Milosevic war das jetzt. Wirklich? Das Duell der Zehner war das, bei Rami gegen Milosevic. Okay, sorry. Und keiner zum Mitspielen. Keinen zum Abgeben, keinen zum Mitnehmen. Ja. Das machen die Dreiskirchen halt besser im Positionsspiel. Und wieder da gewesen, Dieteres Kirchner. Haas mit der Balleroberung. Berami bringt den Ball gut rein, Fischauer. Aua, aua. Kevin Aue kann da klären. Gelbe Karte jetzt für David Unger. Gefährliches Spiel. Die Auslegung von Schiedsrichter. Zuerst Serenci und dann. Nein, ja, ganz klar. Offene Sohle gegen das Bein des Dreiskirchners. Korrekte Entscheidung. Gelbe Karte. Fischauer, Abschluss! Sehr gut gespielt wieder. Interessant. Wir schreiben die 81. Minute. Nächste Möglichkeit für die Dreiskirchner. Florian Fischauer. Hedic. Da in den Rückraum gespielt. Fischauer ganz knapp daneben geschossen. Peter Zöch, vielleicht jetzt einmal. Aber wieder, Endstation Serenci. Und dann auch in Windhornbach gibt es einen neuen Spielstand. 2:0 für den Wiener Sportclub. Gegen Neusiedl, 79. Minute. War zu erwarten. War zu erwarten. Aber solche Spiele muss man auch erst einmal gewinnen. Ne? Das stimmt. Aber die Leumdorfer müssen jetzt ein bisschen mehr Gas geben, oder? Wenn sie dieses Spiel noch drehen wollen. Sascha Laschet wechselt noch einmal.
und zwar gleich doppelt. Doppelt, ja. Ich nehme an, ein Spieler ist Marco Hofer, auch ein eher offensiverer. Das ist der Zöch, glaube ich. Vielleicht wechselt den Zöch aus. Und der zweite hat sich uns noch nicht gezeigt. Gehe stark davon aus, dass das Andrija Pavlovic ist. Super. Jetzt noch ein Foulspiel. An Pranic. Sehr gut wieder gelöst, das 1 gegen 1. Viertel und Pranic verlassen das Spielfeld. Und da ins Spiel kommen Marco Hofer und Andrija Pavlovic. Der Spielfeld und der Spielerwechsel bei SV Leopold aus dem Spiel Nummer 8 und Nummer 13. Sascha Viertel. 83. Minute also. 7 Minuten haben die Leomdorfer noch in der regulären Spielzeit dieses Spiel zu drehen. Wird aber, glaube ich, eine ganz schwere Geschichte. Ja, bald sollten sie das zweite machen, sonst wird es ganz schwierig, ganz klar. Aber jetzt haben sie eine super Gelegenheit für das Standard. Vielleicht glaubt ihr ja jetzt. Miesenböck. Oh. Sehr gut gedreht von Miesenböck. Krischke da auf Nummer sicher gegangen. Nächster Standard. Miesenböck von links auf rechts. Auch für den Corner verantwortlich. Auch der kommt gar nicht so schlecht. Aber die Treskirchner am Olimor. Und auch die Treskirchner wechseln. Filip Cucic kommt ins Spiel, ein Defensivmann. Aus dem Spiel geht Noah Lederer. Wir bedanken uns bei unserer Nummer 5, Noah Lederer. Da reagieren jetzt auf die Offensive von Leondorf. Mit Marvin. Der Doppel-6 wahrscheinlich mit Morley. Jawohl, Cucic auf die linke Außenbahn. Können wir uns noch auf spannende 6-7 Minuten hier einstellen in Dreiskirchen. 3-1 also noch der Spielstand für die Heimischen. Und wenn das so ausgehen würde, wäre es der erste Punkteverlust für die Leomdorfer in der aktuellen Saison nach 6 Siegen in 6 Spielen. Ein bisschen überraschend, oder? Du hast ja vorausgesagt einen Sieg der Dreiskirchner. Wie gesagt, die erste Halbzeit war es für mich gleichwertige Mannschaften. Jeder hat mit einem anderen Weg irgendwie probiert, genau. Aber jetzt zweite Halbzeit für mich Dreiskirchen schon die stärkere Mannschaft, dadurch auch verdient. Wiesenberg bleibt da hängen. Die Führung bis jetzt. Muss man schon so sagen, ja. Dreiskirchen ja noch mit anderen Möglichkeiten. Wie Fischauer hat ja auch eine Top-Möglichkeit gehabt. Dockert. Mit dem weiten Ball, aber der findet nur Serinci. Aue. Gleich mit dem nächsten Ball nach vorne. Krischke. Gut gemacht von Toma. Sehr gut gelöst, ja. Macht eine solide Partie da hinten links. Stimmt. Der nächste weite Ball nach vorne. Ja, jetzt probieren sie es halt mit der Brechstange, was verständlich ist. Ja. Unger. Miesenböck gegen Cucic. Sehr gut von Cucic. Wieder versucht man da Miesenböck mitzunehmen. Hofer. Aue, Hofer. Kommt dann nochmal am Ball. Miesenböck mit der Hereingabe, aber die ist zu weit.
So wird man die Dreiskirchner da hinten nicht in Gefahr bringen. Da müssen andere Ideen her. Bei den Leumdorfern. Wieder Hunger. Und wieder Miesenbeck. Selig mit dem weiten Ball in die Mitte. Milosevic abseits. Aber super Coaching untereinander in Dreiskirchen, wie sie sich pushen, die Jungs. Das machen sie sehr, sehr gut. Also die wollen den Sieg unbedingt drüber bringen. Da sehen wir nochmal das 3-1. Herrlicher Pass von Lederer und Bayrami lässt Schweiger keine Chance. Und das war wohl der Knackpunkt in diesem Spiel für die Leumdorfer. Das 3-1. Wir sind jetzt eine Minute vor Spielende, 89. Minute. Und trotzdem, für mich ist es trotzdem eine kleine Überraschung, die in der Luft liegt hier. Immerhin die Leumdorfer bis jetzt mit einer makellosen Bilanz bis zu diesem Duell her. Ja, aber, in einem Spitzenspiel können beide Dreiskirchen ist für mich, wie gesagt, haben sich sehr gut verstärkt im Sommer. Es ist auch eine Top-Mannschaft. Ich sehe bei denen ein Potenzial für die Top 3, Top 4 dadurch. Das ist so eine Überraschung, ich sei dahingestellt, ja. Cucic. Laufweg von Baldowski. Ein bisschen. Jetzt haben sie es natürlich eilig, die Leumdorfer. Unger mit dem Seitenwechsel wieder auf Miesenböck. Der zieht in die Mitte. Peter Zöch. Aber wieder in Station Olimor. War auch ein ganz starkes Spiel. Sehr gut. Sehr gut. Fast kein Vorbeikommen. Jetzt gibt es noch Geld für Fischauer, für dieses Foul an Unger. Auch von der Körpersprache der Morley, ganz stark für mich. Und das 2-1, ein sehr wichtiges Tor gemacht. Genau. Die Dreiskirchner wechseln zum dritten und letzten Mal in diesem Spiel. Hellepart kommt für Patrick Haas. Für den Torschützen zum 1-0 für die Dreiskirchner. Wie gesagt, 6 Saisontore bis dahin am Konto. Gutes Pflaster für ihn, glaube ich, in Dreiskirchen. Ja, er scheint sich hier sehr wohl zu fühlen. Genau, das erste Mal, wo er da war, auch ganz starke Leistungen für mich gebracht. Marc Hellepart also für die letzten Minuten noch im Spiel und wir sind in der Nachspielzeit. Patrick Haas nimmt sich auch gleich den Ball mit, dass die Leumdorfer das Spiel nicht schnell machen können. Ja, zeigt halt auch von Routine und Spielintelligenz, auch wenn man ausgetauscht wird. Miesenböck mit der Hereingabe, aber die ist komplett verunglückt. Bayrami, ein sehr technisch versierter Spieler. Schade, dass er das jetzt so gelöst hat. Das wäre vielleicht eine 2-gegen-1 Situation gewesen. Mit seiner Qualität, glaube ich, kann er das anders lösen, aber okay. Die Abschläge sind halt nicht so seins, ne? Er ist eher ein Feintechniker. Top-Leistung von ihm. Wieder mein Fehler verziehen. Das Kirchner wollen trotzdem das Spielfeld klein machen, rücken weit raus. Peter Zöch hier im Zweikampf mit Serenci und Cucic. Ja, so halten sie auch den Gegner weiter weg vom Tor. Finde ich eine gute Sache. Durch auf Hofer, gut abgelaufen wieder von Mohr. Abstoß. Dominik Kischke hat es jetzt auch nicht mehr eilig.
Da ist der Deckel drauf auf dieser Partie. 3:1 für die Dreiskirchner. Czekorostic, Tipp ist nicht ganz aufgegangen. Er hat wenigstens die Tendenz zu den Dreiskirchner richtig erraten. 2:1, ja. Ich habe natürlich 3:1 für Dreiskirchen getippt vor dem Spiel. Habe es nur noch niemandem gesagt. Ich hoffe, der Sascha ist nicht besser auf mich. Und die Leobendorf hat trotzdem eine super Saison von ihnen. Und er für mich trotzdem ein Top-Trainer und Mensch. Und es ist ja nur eine Niederlage. Es ist ja in Wahrheit nichts passiert. Die Leobendorfer ja mit einigen Spielen weniger wie die Konkurrenz. Das ist jetzt eine super Saison. Und wenn man ihnen, glaube ich, vor der Saison gesagt hat, sie machen aus den ersten 6 Spielen 6 Tore. Sechs Siege, dann hätte er es, glaube ich, auch unterschrieben, wenn er gesagt hat, er verliert erst in der 7. Partie. 100%, ja. Jetzt noch eine Abseitsstellung von Milosevic. Ich glaube, das hat jeder Trainer unterschrieben, oder? Wenn er die ersten 6 Runden gewonnen hat und gesagt hat, 7. Runde verlierst du, dann hat er gesagt, okay. 100%, aber trotzdem, wenn man 6 gewinnt, will man die 7. auch. Und das war der Schlusspfiff von Schiedsrichter Samuel Sampel hier in Dreiskirchen. 3:1 der Endstand für die Dreiskirchner. Die Leobendorfer geben also die ersten Punkte ab im 7. Spiel hier im niederösterreichischen Duell im Topspiel der Runde. Die Torschützer auf Seiten der Dreiskirchner, Patrick Haas, Ole Mohr und Eldis Bayrami. Die Leobendorfer haben in der 6. Minute den Ausgleich durch Miroslav Milosevic geschossen. Der Endstand aber 3:1 und wir machen eine kurze Werbung. Lass uns zurück zur Natur finden. Mit einer reichen Vielfalt von über 4000 Bioprodukten. Merkur. Lass es dir gut gehen. Was macht der Torhüter denn da? Und was ist denn das? Weil einfach alles möglich ist. Tor! Wetten auf kasumo.com. Wetten leicht gemacht. Kasumo. Hm. Na? Ha! Vier gewinnt. Wir gewinnt. Mit Ihrer Hilfe wird aus 4 gewinnt, wir gewinnt. In 4 Wochen bei 4 Jö-Partnern einkaufen und 4 Herzensprojekte ermöglichen. Jö, schau, ganz schön schlau. Österreichs heißester Adventskalender kostet nur 69,99. Nee. Doch. Sichere dir heute den neuen Adventskalender auf eis.at. Du kannst ein Tablet gratis haben. Zu allen A1 Glasfaser-Internet-Tarifen. Superschnell surfen im größten Glasfasernetz Österreichs. Mit maximaler Stabilität durch ungeteilte Bandbreite. Jetzt mit Gratis-Herstellung. Und das Tablet? Ist meins. Du kannst alles im 5-Giganetz von A1. Du zahlst zu viel für Strom und Gas? Garantiert! Geh jetzt auf Compera.at. Compera vergleicht über 100 Tarife und du kannst mit wenigen Klicks bis zu 900 Euro sparen. Beim Wechsel über Compera.at erhältst du außerdem 10 Euro Sofortbonus. Compera.at. Smart vergleichen, besser entscheiden. Großes Jubiläum bei Möbelix. Zum Jubiläum spart man fix. Ganz egal, woran man denkt. Viele Möbel fast geschenkt. Schöner Wohnen ganz im Nu. Da schlägt jeder gerne zu. Jetzt beim großen Möbelix-Jubiläum. Tausende super günstige Jubiläumsangebote in allen Abteilungen. Möbelix. Die neuen Amorelli Adventskalender sind da. Beschenkt euch selbst. Findet eins von 100 goldfarbenen Love Toys und sichert euch die Chance auf ein Toy aus purem Gold. Jetzt bestellen. If you could read my mind, love, what a tale my thoughts could tell. Just like an old-time movie about a ghost from a wishing well. I never thought I could feel this way, and I've got to say that I just can't get it back. Ich wollte schon immer ein Haus im Grünen. Mit viel Platz zum Spielen. Und zum Feiern. Sie haben es sich verdient. Wario Haus gibt dem Leben ein Zuhause. Ja, wir sind mit den Highlights hier zurück in Dreiskirchen. 3:1, also der Endstand. Für dich
ein Sieg, der völlig in Ordnung geht. Ja, überhaupt nach der zweiten Halbzeit, muss man sagen, geht der Sieg in Ordnung. Waldreskirchen für mich gesamt gesehen die bessere Mannschaft, aber es war ein sehr gutes Spiel. Und ja, Leomdorf steht trotzdem sehr, sehr gut da. Im Parallelspiel, da hat der Sportclub 2:0 gewonnen gegen den SC Neusiedl am See. Also die auch wieder ganz oben mit dabei. Und die Dreiskirchner schleichen sich jetzt so ein bisschen nach oben an. Wir sehen hier noch den Ausgleich von Milosevic. In der 6. Minute ist er gefallen nach einem Abwehrfehler von Torhüter Grischke. Die ersten zwei Tore beide aus Abwehrfehler resultiert. Und dann hat es gegeben diesen Kopfballtreffer von Ole Mohr, den wir hier sehen. Herrlich reingesprintet, schön sehr nicht zu halten Tor für Schweizer. Der Jubel zurecht. Herrlich gemacht. Die Dreiskirchner also mit den nächsten 3 Punkten in der Meisterschaft, in der laufenden Meisterschaft. 9 Spieler, jetzt 16 Zähler am Konto. Die Leomdorfer nach 7 Spielen 18 Punkte. Also da haben sie noch ein bisschen Platz, auch was die Verlustpunkte betrifft. Der Wiener Sportclub jetzt neuer Tabellenführer mit 19 Punkten, einen Punkt vor Bruck an der Leiter. Und Checo, ich hoffe, dir hat es gefallen bei uns hier, was? Bei Krone TV, als ja, nicht Co-Kommentator, wir sind immer gleichgestellt, hat Norbert Schweizer gesagt. Ja. Na, das mache ich natürlich auch bei dir. Ich sage danke, dass du hier warst, danke, dass du mit uns dieses Spiel, dieses Top-Spiel der dritten Liga kommentiert hast. Ja, bist du noch beim Grüßen? Ja, meine Familie, meine Frau und meine kleine Mia. Ich hoffe, die schlafen schon gut. Es ist 9:30, ich hoffe, die Kleine schläft schon. Und dann werden wir morgen einen schönen Tag haben miteinander. Natürlich, den wünsche ich euch auch. Morgen einen schönen Tag haben natürlich, den habe ich auch. Ich bin in Stripfing beim Spiel Stripfing gegen Mauerwerk und dann gibt es noch die Partie Wiener Viktoria gegen Straßburg. Ja, morgen ist Familientag. Ich sage danke fürs Einschalten, danke Checo, dass du da warst. Danke für dieses gute Spiel und danke Gratulation an Dreiskirchen zu diesem 3:1 Sieg über Leomdorf. Und ich sage bis morgen im Livestream und nicht vergessen, Fenate. Laden Sie sich die App runter. Die Highlights und den Livestream natürlich gibt es auf Fenate. Danke, auf Wiedersehen. Tschüss, ciao.